Hallo Leute, in diesem Video geht es um eine Orang-Utan-Mutter, die mit ihrem Baby wieder vereint wird. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! In einem Rettungszentrum für Orang-Utans in Borneo stand für Mutter Clara und ihr neugeborenes Baby etwas ganz Besonderes bevor. Die beiden hatten traumatische Erlebnisse hinter sich und ihre Pfleger waren sehr besorgt. Die Orang-Utan-Mutter hatte mit ansehen müssen, wie ihr Baby kurz nach der Geburt von einem aggressiven Männchen gestohlen wurde, der dadurch seine Dominanz zum Ausdruck bringen wollte. Die Retter hatten versucht, die Situation wieder gerade zu rücken, doch für seine Sicherheit musste das Kleine zunächst von seiner Mutter entfernt gehalten werden. Als sie schließlich versuchten, das Baby namens Clarita zurück zu ihrer Mutter zu bringen, waren sie sehr wachsam. In solchen Situationen kann es vorkommen, dass die Mütter ihre Kinder ablehnen oder sie sogar verletzen könnten. Daher brachten die Tierpfleger die beiden ganz langsam und ruhig wieder zusammen. Clara schien dabei fasziniert von dem kleinen Bündel zu sein, das ihr präsentiert wurde. Mehrere Helfer waren zur Stelle, um der Mutter das Baby im schlimmsten Fall sofort entreißen zu können. Doch Clara schien hoch erfreut zu sein, die kleine Clarita wiederzusehen. Sie fasste durch die Gitterstäbe und versuchte dadurch, ihren Nachwuchs zu berühren. Die Pfleger hielten sie jedoch zunächst auf Abstand, da sie besorgt waren, Clara könnte das Baby verletzen. Doch schnell wurde klar, dass Clara keine Interesse daran hatte, ihrem Sprössling etwas anzutun. Stattdessen drückte sie ihre Lippen durch die Gitterstäbe, um Clarita zu küssen und schaffte es schließlich, das Fell zu streicheln. Es schien vielversprechend zu sein, doch für die Pfleger war es noch nicht genug. Denn Neugier ist ein geläufiges Merkmal von Primaten und bringt nicht immer Mitgefühl mit sich. Es bestand somit immer noch die Gefahr, dass die Mutter ihr Baby als Spielzeug betrachtete. Schließlich entschieden die Pfleger sich, einen Schritt weiter zu gehen und öffneten den Käfig, um die beiden noch näher zu führen. Dabei waren sie so behutsam, wie es nur ging. Sobald Clara bemerkte, dass sie nun ihr Baby halten durfte, konnte sie nicht länger warten. Sie versuchte sogar den Pflegern dabei zu helfen, die Käfigtür zu öffnen, um endlich zu ihrem kleinen Baby zu gelangen. Die Zeichen standen wirklich sehr positiv. Orang-Utans lächeln normalerweise nicht in der gleichen Art, wie es Menschen tun, doch war es schwer, Claras Blick nicht als pure Freude zu interpretieren. Nach einer ganzen Woche, in der sie getrennt von ihrem Baby gewesen war, war sie so aufgeregt, es endlich wieder zu haben. Doch die Helfer mussten weiterhin wachsam bleiben. Doch als sie die kleine Clarita endlich in den Armen hatte, wurde es mehr als deutlich, dass sie ihr nichts tun wollte. Als die Kleine weinte, wickelte ihre Mutter sie mit aller Liebe und Zärtlichkeit, die sie hatte, in ihre starken Arme. Clara war überglücklich, ihr Baby wiederzuhaben. Die Pfleger waren mehr als erfreut. Nicht immer geht eine Wiedervereinigung unter diesen Bedingungen so positiv aus. Doch es war noch nicht vorbei und die Pfleger mussten sicher gehen, dass die beiden wirklich miteinander verbunden waren. Doch es gab noch ein weiteres Problem. Denn so sehr Clara ihr Baby auch liebte, es gab die Gefahr, dass Clarita ohne die Milch ihrer Mutter verhungern würde. Nach einer Woche ohne Brustmilch war es möglich, dass das Baby nicht wusste, wie man richtig saugt und die Mutter wusste wohlmöglich nicht, wie sie ihrem Nachwuchs die Mahlzeit anbieten konnte. Was immer klarer wurde, war jedoch, dass die Mutter und Kind kein Problem damit hatten, die verlorene Zeit aufzuholen. Als die Mutter sich wie ein schützender Ball um Clarita legte, suchte diese ganz instinktiv nach Claras Brust. Das Paar machte sich wirklich gut und alle beteiligten Pfleger waren erleichtert. Es zeigte sich, dass die beiden auf ganz instinktive Art und Weise in eine gute Fütterpraxis verfielen. Als Clara damit fortfuhr, ihr Baby zu knuddeln und es zu küssen, wussten alle Beteiligten, dass alles gut war. Das Paar kam gut miteinander aus und sie konnten Clara vertrauen, die sich so liebevoll um ihren Sprössling kümmerte. Die Wiedervereinigung war so, wie es sich alle erhofft hatten. Es hätte gar nicht besser sein können. Eine von Claras Pflegerinnen ging sogar noch weiter und sagte, es sei einer der schönsten Momente in ihrer Berufslaufbahn gewesen. Jeder, der an diesem Tag beteiligt gewesen war, wusste, dass Mutter und Tochter ein enges Band umgab. Clara und Clarita werden zur Beobachtung noch eine Weile im Rettungszentrum bleiben müssen. Die beiden erholen sich gerade von einem Hautausschlag. Wenn sie vollständig genesen sind, werden sie wieder zurück in die Wildnis gebracht. Jetzt haben die beiden vor allem sich und das ist das Einzige, was zählt. Was hältst du eigentlich von Affen? Hast du eine Lieblingsaffenart? Und wie stehst du zum Schutz wildlebender Affen? Sollten wir mehr für vom Aussterben bedrohte Affenarten unternehmen? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen hoch, teile es mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.